Was dauert denn da so lange? Erst mich hierher rufen und dann warten lassen? Wer hat dich denn hierher gerufen? Ich weiß nicht. Wollte ich nur mal dazu gesagt haben. Hallo, Ladies. Kadett zu sein war nicht unbedingt mein Traum, aber jetzt bin ich froh, dass ich so angestrengt gelernt habe, um die Prüfung zu bestehen. Ich denke in letzter Zeit viel über die Ursprünge Oriences nach, über den Anfang dieser Welt und ihr Ende. Ja, es ist ja vorhergesagt, dass es irgendwann untergehen wird. Klasse 12 wird als das Sammelbecken für Sonderlinge bezeichnet, aber normal sein ist doch auch langweilig. Kommt drauf an, inwiefern ihr sonderlich seid. Das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Aki, ach, die haben wir doch am Anfang mal kennengelernt. Die Klasse 0 hat sich schnell eingelebt, was? Wir könnten hier so viel mehr Spaß haben, wenn wir nicht im Krieg wären. Das hier ist meine kleine Schwester Fuyu. Sie ist noch fähnrig, aber hartnäckig dran, Kadettin zu werden. Leider ist sie ein wenig schüchtern. Nein, dich hatte ich doch schon. Hallo Fuyu. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Fuyu, Fähnrich und Akis Schwester. Aki, du kennst die Klasse 0 persönlich? Wie cool! Ja, verziehen wir uns mal. Hallo Mokri, habe ich mit dir schon mal geredet? Ich glaube schon, ne? Der Rat will die Schuld für die ganzen Opfer in der letzten Schlacht auf die Lassie schieben, Kupo. Naja, es ist zumindest bedingt richtig wahrscheinlich. Allerdings haben die nicht willentlich die Leute getötet, sondern das waren halt Kollateralschäden letztendlich, ne? Gut, bleiben noch die Chocobo-Stallungen. Dort haben wir ja beim letzten Mal ein Ei gezüchtet. Das müssten wir jetzt eigentlich so langsam mal schlüpfen lassen können, oder? Nee, ich will nicht zur Haupthalle, ich wollte eigentlich nur mit dem Chocobo reden. Hallo, nee, eigentlich will ich gar nichts mit dir besprechen. Ich will nach meinem Ei schauen, das nicht mehr hier ist. Deine Küken sind nun ausgewachsen und können eingesetzt werden. Wunderbar. Um weitere Küken zu züchten, musst du erst diese hier entgegennehmen. Her mit dem Federvieh! So, ein männlicher Militär-Chocobo. Wunderbar. Und noch ein männlicher. Und noch ein männlicher. Und ein normaler männlicher. Und ein normaler weiblicher. Du hast die Chocobos entgegengenommen. Okay, wollen wir mal eine Zucht beginnen? Und ich würde sagen, wir nehmen mal einen männlichen Militär-Chocobo und einen weiblichen normalen. Gisalkraut rein. Natürlich werden wieder Militär-Chocobos rauskommen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Quote vielleicht ein bisschen besser ist und dass wir vielleicht auch mal einen weiblichen Militär-Chocobo dabei haben. Los geht's! Dein Chocobo hat ein Ei gelegt. Schlüpfen die denn alle bloß aus einem Ei? Oh, süß! Wie sie ankommen, die Kleinen. Dein Chocobo hat ein Ei gelegt. Bis die Küken schlüpfen, dauert es noch ein wenig. Okay. Ach, hier ist jemand mit rotem Umhang. Makina kriecht hier rum. Das hatten wir doch beim letzten Mal, glaube ich, ne? Let's do it. Chocobos sind wirklich niedlich. Wenn ich einem einen Namen geben dürfte, wäre es wohl Chichiri. Hm? Irgendwie habe ich das Gefühl, es würde mir etwas fehlen. Oder jemand. Aber warum? Weil du wahrscheinlicherweise schon mal einen Chocobo namens Chichiri hattest, denn der Chocobo, auf dem Isana geritten ist, hieß Chichiri. So. Aha. Na gut, dann wollen wir uns ja gar nicht mehr lange in der Akademie aufhalten. Wir haben wieder mal was zur Zucht freigegeben und wollen uns mal in diese Feldmissionen stürzen oder wie auch immer es hieß. Ich hab's echt vergessen. Wir dürften ja ansonsten ja wirklich auch nichts mehr zu tun haben eigentlich, denke ich mal. Und die Arena, das würde ich jetzt eigentlich nicht im Let's Play machen wollen, sondern abseits ein bisschen. Was willst du denn hier? Offiziersdienerin. Ich bin auch in meiner Ausbildung und daher noch keiner Klasse zugeteilt. Aria ist für die Klasse 0 zuständig, richtig? Ach, du bist so eine. Aria ist immer sehr ruhig. Sie redet nicht mehr als unbedingt notwendig. Aber sie ist sehr clever und das Militär hält große Stücke auf sie. Deshalb wurde sie auch der Klasse 0 zugeteilt. Dass sie eher der ruhige Typ ist, macht sie eigentlich sogar ziemlich cool. Die meisten Leute sind ständig mit Angeben beschäftigt. Aria erfüllt ihre Aufgaben ohne viel Gerede. In unserem Pausenraum reden wir auch ständig nur über Aria. Ach ja, da fällt mir ein, das habe ich vorhin dort gefunden. Ist ziemlich hübsch. Magst du es haben? Eine Glasperle? Was soll ich denn damit? Gut, ich nehme es einfach mal. Warum nicht? Und ich wollte auch mal hier drüben schauen, ob wir hier eigentlich schon reingehen können. Da waren wir nämlich bisher auch noch nicht.
Im Luftschiff-Dock. Schick. Ich habe schon in den Errungenschaften zum Spiel mitgesehen, dass wir wohl irgendwann mal ein Luftschiff kriegen werden. Die MS Setzer oder irgendwie so heißt sie, glaube ich. Sollte man einer Lassie eigentlich erlauben, ein ganzes Land zu regieren? In Lorica war es auch so. Man sieht ja, was es ihnen eingebracht hat. Ich finde es etwas mies, das so zu sagen, weil das nicht daran lag, dass sie ausgelöscht wurden. Wusstest du, dass Andoria sowohl Königin Concordias als auch eine Lassie der Himmelsdrachen ist? Tja, warum nicht? Und theoretischerweise müsste der Kristall das ja so gewollt haben, ne? Siehst du mal, hier gibt es auch noch ein paar Mogris. Deswegen haben wir auch noch nicht mit allen Mogris geredet bisher, weil es hier auch noch welche gibt. Mogri der Klasse 4. Unter den vier Elementarwächtern Rubrums gab es nur eine Frau. Eine Kadettin der Klasse 4, Cooper. Wollen wir mehr drüber wissen? Von den vier Elementarwächtern ist nur noch Kommandant Kurasame am Leben, Kubo. Einer von ihnen soll seine Freunde betrogen, angegriffen und tödlich verletzt haben. Die Kadettin der Klasse 4 wandte ihre letzte Kraft auf, um Kommandant Kurasame mit einem Heiltauber-Zauber zu retten. Um dieses im Sterben liegende Mädchen und das, was sie für ihn getan hatte, nicht zu vergessen, Kubo, schrieb Kurasame sich selbst eine Nachricht mit seinem Blut. Kubo, das ist eine ganz schön gruselige Geschichte, Kubo. Aber es ist ja auch nur ein Gerücht, Kubo. Vielleicht stimmt es auch gar nicht, Kubo. Oder doch? Kubo, ich trau mich nicht, den Kommandanten selbst zu fragen. Das könnten wir vielleicht mal tun. Klingt auf jeden Fall interessant und ich würde immer noch gern wissen, was diese Elementarwächter eigentlich ausmacht. Das wissen wir nämlich auch noch nicht so wirklich. Kubo? Hallo, Mogri der Klasse 10. Togoref wurde zerstört, Kubo? Kubo-Popo! Nein, ich muss mich beruhigen, Kubo. Aber... wie konnte das nur... Kubo? Lassie und Lassie macht gleich sehr viel Zerstörung. Hi! Die Linienflüge sollten bald ihren Betrieb aufnehmen können, aber da alle unsere Gebiete unter der Kontrolle des Imperiums stehen, gibt es noch keinen Ort, den wir anfliegen können. Ah, okay, das dient dann also zur schnelleren Reise. Dank dem Unternehmen Luftikus natürlich. So wird Service hier auf einmal groß geschrieben. Hallo! Wie hat sich bei mir nur so viel Arbeit angehäuft? Keine Ahnung, wahrscheinlich hast du lange auf der faulen Haut gelegen. Jetzt, wo eine Privatgesellschaft hier das Sagen hat, hat sich die Atmosphäre total verändert. Mensch, Privatisierung kann auch was Gutes sein? Erzähl das mal den Linken. So, Entschuldigung. Dann machen wir mal raus hier. Und stürzen uns mal in die nächste Mission rein. Wer sind denn eigentlich die mit den lilanen Capes? Klasse 3, ah, nur dank ihm halte ich weiter durch. So, so. Ich kann meine Geliebte nicht sofort heiraten, aber ich kann ihr ewige Treue schwören. Wie schön. Gut, ziehen wir mal weiter. Hier scheint es irgendwie viele Turteltäubchen zu geben. Viele Pärchen. Aber naja, warum auch nicht? Ab in die Eingangshalle mit uns. Was gibt's denn bei dir? Warum ich so aufgeregt bin, Cooper? Das wollen wir natürlich unbedingt wissen. Die Kadetten der Klasse 6 sind Spezialisten im Bereich Magie, aber die Noten der Kadetten der Klasse 3 sind besser, Kubo. Deshalb wollen alle aus der Klasse 6 eines Tages in die Klasse 3 aufsteigen. Aber auch wenn sie in der gleichen Klasse sind, gibt es große Unterschiede in den Fähigkeiten der einzelnen Kadetten, Kubo. Konkurrenz ist wichtig, aber sie kann auch zermürben, wenn man wirklich überhaupt keine Chance hat, Kubo. Alle sagen, die Klasse 0 hätte die besten Kadetten, Kubo. Es weckt den Neid bei anderen. Sicher ist es nicht leicht für euch, an der Spitze zu bleiben, Kubo. Geht schon. So, schauen wir doch mal. Muss ich hier mit jemandem reden? Du bist doch Militärattaché, oder? Ah ja, Feldeinsatz, da steht's ja auch. Hier kannst du die dir zur Auswahl stehenden Feldeinsätze überprüfen. Feldeinsätze dienen den Elite-Kadetten zum Training unter erschwerten Bedingungen. Die Erfolgsrate liegt bei gerade einmal 10%. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für Verletzungen oder Todesfälle, die während dieser Einsätze vorkommen. Das sollte dir bewusst sein, bevor du dich meldest. Feldeinsätze. Um an Feldeinsätzen teilzunehmen, müssen dir insgesamt 12 Stunden bis zur nächsten Mission zur Verfügung stehen. Das Einsatzgebiet wird auf der Weltkarte mit diesem Zeichen da markiert. Diese Einsätze sind überaus schwierig und können mit einigen Ausnahmen nicht abgebrochen werden. Oho! Stell dich ihnen also nur, wenn du dir sicher bist, dass du dein derzeitiges Level ausreicht. Okay. Oh, ho, ho, ho. Ja, die sind etwas höher vom Level her.
Wähle einen Feldeinsatz. Nein, jetzt noch nicht. Eigentlich wollte ich ja Vereinigte Front machen, damit wir diesen einen da hops nehmen können. Aber das sieht vom Level her etwas ungünstig aus, würde ich sagen. Einen aussichtslosen Kampf zu scheuen ist kein Zeichen der Schwäche, sondern der Weisheit. Ich weiß, deswegen mache ich es ja auch nicht. Aber wenn das so ist... Ach nee, ich gehe jetzt nicht nochmal zurück. Komm, wir nehmen einfach hier einen Auftrag. Dann können wir uns ja auch einen anderen Auftrag suchen. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Halt. Entschuldigung, ich wollte es nicht wegdrücken. So, besorge 3 Äther für die Logistikmitarbeiterin. Die sollten wir eigentlich haben, denke ich mal, oder? Wir müssen die Kadetten mit Äthern versorgen, aber unsere Vorräte sind aufgebraucht. Bitte besorge uns 3 Stück. Die anderen Kadetten werden es dir danken. Na klar doch. So, hier hast du. Danke, hier, das ist für dich. 5 Übertränke. Was macht denn ein Übertrank? Das wollen wir doch mal herausfinden. Übertrank. Hier, halt 100% der TP der Gruppe. Nett. 100% ist der TP eines Mitglieds und 50%. Okay. Wir haben 2 Kennungsmarken, stelle ich gerade fest. Wieso haben wir denn die von nicht abgegeben bei dem Mogri? Das finde ich ja komisch. Naja gut, wer weiß, wer weiß. Was ist eigentlich die Feldration? 50% der TP eines Mitglieds und erteilt Aura. Militisches Militärgut, was ich ja so mit mir rumschleppe. Wahnsinn. Na gut, warum nicht? Was machen wir denn da? Wo war denn das mit der Corsi-Grotte? War das bei der Mutter gewesen? Nee, die hat ja diese andere Mission für uns gehabt, glaube ich, ne? Ach, Corsi-Grotte war bei dem Typen im Kristarium. Die wollte ich mir ja eigentlich beim letzten Mal schon anschauen. Ich würde sagen, jetzt wäre doch so ein guter Zeitpunkt dafür. Jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt, die Corsi-Grotte mal näher zu ergründen, finde ich. Denn Level 30 ist mir doch noch ein bisschen zu heftig, ehrlich gesagt. Und später werden wir dann wahrscheinlich ein zu hohes Level haben, um dort noch wirklich Spaß zu haben. So, dann wollen wir deine Mission mal annehmen. Irgendein Buch war es, ne? Hätte ich vielleicht nochmal durchlesen sollen gerade. Naja gut, was soll's. Okay, ansonsten, ich glaube, außer der Grotte haben wir jetzt auch keine näheren Ziele, wo es sich jetzt wirklich lohnen würde, nochmal hinzumachen. In den Städten gab es da jetzt nicht so viel. Ich meine, gut, in der einen Stadt konnte man noch hier Bikinis und so kaufen gehen. Ob es den Typen noch gibt hier, der einen Bikini für irgendeine Tante haben wollte, um sie anzumachen? Was ich nebenbei bemerkt, eine unglaublich tolle Methode finde, jemanden anzumachen. Schenk ihm ein Bikini. Das klappt, ihr meine ich natürlich. Das klappt bestimmt. Ganz sicher. Na gut, was soll's. Stürzen wir uns raus ins Getümmel. Ich speichere mal vorher noch. Falls man mal wieder so einen tollen Zufallskampf hat, wie ich es ja hatte mit den Bombern damals, nachdem wir Maktai, nee, nicht Maktai, sondern Corsi, erobert hatten. Als ich fast draufgegangen bin und nur King überlebt hat am Ende. So, gut, dann stürzen wir uns mal in die Richtung davon. Müsste eigentlich geradeaus sein, ne? Haben wir eigentlich die Weltkarte? Sieht man das da drauf? Das ist nicht markiert. Natürlich nicht. Warum sollte es auch? Gut, egal. Wir machen uns einfach mal in die Richtung auf. Das wird schon passen. Ich hätte vielleicht mal schauen sollen, wie die Reihenfolge meiner Teammitglieder ist. Wen habe ich denn jetzt hier dabei? Deuce, natürlich. Wen sonst? Na komm. Machen wir hier ein bisschen Bomber klatschen. Ah, komm schon. Gut. Das ging schnell. Und da könnten wir ruhig noch eine zweite Runde machen. Und eine dritte vielleicht auch. Ich werde nicht bis zur fünften machen. Nein, nein. Das muss nicht nochmal sein. So. Den 100-Fuß. Der 100-Fuß ist schon platt. Den müssen wir nicht mehr bekämpfen. So, das war's auch fürs Teufelsauge. Einmal sammeln. Die Anime können wir gut gebrauchen. Und auf zur Runde 3. Na kommt schon. Da war der harte Schlag. Den hat er gleich mal ausgelassen. Egal. Geht auch so. Oh, Sauerei. Hat er mich eingesteinert hier. Eingesteinert vor allem. Mhm.
So, gelbe Anime hatten wir sowas überhaupt schon mal? Für Blitzmagie? Ich weiß es gar nicht. So, jetzt reicht's aber auch. Ich will mir nicht die Blöße geben, dann wieder alle Leute zu verlieren, wenn wir in die fünfte Runde gehen. Wobei es hier direkt neben der Stadt vielleicht sogar angeboten hätte, das mal auszuprobieren. Aber nee, lieber nicht. Kann ich eigentlich jetzt noch mein Team ändern? Team. Ah ja, sehr gut. Es geht. Nee, es geht nicht. Schade. Dabei steht unten da Reihenfolge der Teammitglieder organisieren, aber nö. Kannst du vergessen. Na gut, was soll's. Dann eben mit denen hier. Was soll's? Wenn jemand von denen mal draufgehen sollte, können wir ja immer noch wechseln. Komm her, Bomber! Und vorbei. Hopp, komm schon. So, stürzen wir uns erstmal auf die Bombe. Alle tot? Okay. Ging mal wieder recht schnell. Und diesmal gibt es auch keine Zusatzrunden. Na gut, warum nicht? Wollen wir mal wieder durch den Wald ein bisschen marschieren? Klar. Einmal Waldkampf, bitte. So, schauen wir mal. Oh, Wasserpudding. Nee, Eispudding heißen, ne? Ich weiß es gar nicht. Ah, ich konzentriere mich dann doch mal auf den Aquapudding heißen. Genau, sowas. So, doch den 100 Fuß, den können wir mal angreifen. Komm mal her hier. Stell dich mal nicht so an. Jetzt, geht doch. Ich hätte gern den da, den Vertigo. Na? Ist halt blöd zu treffen mit dem Speer, ne? Kriegst du es hin? Oh, komm schon. Scheiße. Vielleicht sollte ich mal auf irgendeinen anderen Charakter wechseln. Komm. Hughes! Flöte ihn nieder! Ja! Und es funktioniert tatsächlich, ich werd verrückt. Wunderbar. Aber da brauche ich keine zweite Runde von. Gut, gibt's auch gar nicht. Okay, ich schätze mal noch einen Zufallskampf und dann sollten wir da endlich in der Grotte angekommen sein. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich das dort gestaltet. Ob die Kämpfe dort schwer sind oder wie genau das sein wird, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Okay. Oh, das. Achso, die anderen greifen den gerade an. Ich wollte gerade schon sagen. Lass mal hier wechseln. Hallo? Ich würde gerne mal wechseln. Dankeschön. So, machen wir den Pudding hier platt. Auch wenn es dafür filigranere Methoden gibt. So, wo ist denn hier noch ein Lebender? Da. Und natürlich das Teufels Auge. Feierabend. Alles her. Und jetzt rein in die Höhle. Okay. Eingang der Kursi-Grotte. Ich bin gespannt. Was war mit dir eigentlich gleich nochmal? Mit dem Frosch? Quack, quack. Ja, natürlich. Was war mit dir gleich nochmal? Ich tue es, ich werde meinen Freund zurückverwandeln. Ach ja, ihr Freund wurde ja in die Kröte verwandelt. Genau, ich erinnere mich. Na gut. Dann schauen wir mal rein. Auf zur Südpassage. Was? So samtpfotig war das jetzt aber nicht hier. Ach, komm schon. Lass mir doch wenigstens mal eine Chance. So, siehst du? Oh, es sind noch mehr da. Na, sieh mal an. Und du noch, mein Kleiner. Noch mehr? Oh ja, hallo. Ist aber was los, Mensch. Nein, wechsel doch mal bitte. So, du noch? Vorbei. Na, das waren jetzt doch schon ein paar. Da kann man gut Anime sammeln bei. Achso, ich dachte, wir haben hier irgendwie so eine Kampfkarte gerade, aber ich glaube, das ist die normale Karte, auf der wir sind. Weiter in die Südtunnel. Okay, es ist einfach nur in jedem Gebiet eine neue Gegnergruppe, die wir bekämpfen müssen.
Ist aber okay. Auch wenn es jetzt nicht allzu einfallsreich ist, finde ich. So. Nächste Gegnerwelle, bitte. Hallo. Nein, ich möchte auf einen anderen Charakter, auf einen anderen Gegner wechseln. Okay. Und die nächste Runde. Ich glaube, es sind immer drei Runden, kann das sein? So. Schnell den Bomber weg. Und damit haben wir es auch schon. Wunderbar. Also es scheinen immer drei Runden zu sein, die man überstehen muss gegen die Gegner. Na gut.